gegrüßt, wie man eine Venusfliegenfalle neu topfen kann und gleichzeitig richtig gut vermehren kann, das will ich euch in dem heutigen Video zeigen. Film ab. Ja, wie ihr schon sehen könnt, die ist ganz schön groß geworden, die Pflanze. Hat hier einige Rhizomansätze, sage ich mal, wo sich verschiedene neue Pflanzen schon gebildet haben. Und natürlich der Blütenstiel, hier wurde auch schon abgeknapst. Habe ich auch ein paar Samen davon genommen. Die werde ich dann separat aussehen. Dazu vielleicht später mehr. Als allererstes tun wir die Pflanze erstmal aus dem Topf raus. Nehmen wir die einfach hier so ein bisschen vorsichtig entnehmen. Ein bisschen klopfen. Und dann seht ihr schon, das ist ein schönes Torf, ein bisschen mit Perlite vermischt im Gemisch. Das ist das Substrat, was dazu verwendet wird. So, dann machen wir das mal ein bisschen hier so ein bisschen auseinander. So. Und da seht ihr schon hier, hier sind überall die Rhizome, die sich ausgebildet haben, also so eine Art Knolle. Hier auch nochmal an der anderen Seite sieht man das so ein bisschen. Das sind unsere neuen Pflanzen sozusagen. Also wir können diese Pflanze jetzt einfach teilen. Das Substrat machen wir ein bisschen beiseite hier. Genau. Machen wir ein bisschen beiseite. Und da seht ihr schon, das geht ja alles schon so ganz leicht auseinander. Und hier ist schon die erste neue Pflanze, die sich ja ganz leicht lösen lässt. Da sind ganz viele alte Blätter dran. Die können wir so ein bisschen wegzupfen hier. Und man könnte theoretisch dieses Rhizom sogar nochmal teilen, weil hier ist noch eine zweite Pflanze. Also einmal die hier und einmal die hier. Die könnte man jetzt teilen. Gut wäre es, wenn auf jeden Fall ein paar Wurzeln dran sind, aber man kann auch versuchen, ich versuche das jetzt einfach mal, die vorsichtig auseinanderbrechen. Ihr seht hier das Stück. Hier sind ein paar Wurzeln dran. Und das Stück. Jeweils eine separate Pflanze. Die sehen jetzt noch nicht so wunderschön aus, aber wie sagt man schon so schön, das wächst sich raus. So, und so werde ich die jetzt erstmal alle auseinanderzupfen. Ja, jetzt haben wir hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neue Pflanzen. Man denkt das gar nicht, aber die Pflanze war wirklich groß genug, um so viel rauszubekommen. Und es gibt die Methode, dass man die Rhizome teilen kann. Ich kann es ja nochmal zeigen. Das hier, das ist so ein sogenanntes Rhizom. Und nun kann es aber passieren, dass einem beim Auseinanderpflücken auch mal so eine einzelne Falle, so ein Blatt, so ein Fallenblatt abfällt. Wenn an dem Blatt so viel wie möglich von dieser weißen Fläche noch dran ist, kann man selbst aus so einem Blatt noch einen Steckling machen. Also ich zeige euch das gleich. Eigentlich gut zeigen brauchen wir uns nicht unbedingt. Das Blatt so tief wie möglich einfach in feuchtes Substrat einpflanzen. Und selbst daraus wächst wieder eine Pflanze, eine neue. Es dauert zwar etwas länger, ehe sich da Wurzeln bilden, da bildet sich dann, na, wie soll ich sagen, wie so ein kleiner Knüppel. Und daraus wird dann auch so ein neues Rhizom. Und daraus wird eine neue Pflanze. Dieses Blatt wird dann zwar später vielleicht absterben, aber aus dieser Falle, man denkt es nicht, wird eine neue Pflanze. So, jetzt wollen wir das mal gemeinsam eintopfen, das Ganze, die ganzen Pflanzen. Dazu habe ich ja hier einen Eimer. Das Substrat dazu, das ist ein Torf, Perlite, Quarz-Sand-Gemisch.
noch ein bisschen gemischt mit ein paar kleine Stücke Pinienrinde, also wirklich die ganz kleine Körnung, ich glaube 1 mm bis 5 mm. Und damit fangen wir mal an. Wir fangen mal mit der größten Hauptpflanze, nenne ich es mal, an. Haben wir hier so einen schönen, ich sag mal, bestimmt mindestens 10 cm Topf. Den füllen wir hier so halb mit Erde. Noch ein bisschen mehr. Also, ja, also dreiviertelst mit Erde. Und ihr seht es ja schon, die Venusfliegenfalle, die hat nicht so viel Wurzelmasse. Also die nimmt sich wirklich nur die Feuchtigkeit durch die Wurzeln und die Nährstoffe gehen halt über die Fallen in die Pflanze. Und da würde ich mal sagen, hier mit der größten Pflanze fangen wir mal an. Die tun wir mal ein bisschen beiseite. Haben wir hier den Topf. Und dann nehme ich mal die Pflanze, sieht ein bisschen rabiat aus. Dann muss ich mal so ein bisschen zusammenwursteln. So. Hier mal ein bisschen Loch rein, da muss ich mal die Wurzeln rein und dann wird das hier rundherum mit Substrat aufgefüllt. Nicht großartig andrücken. Noch ein bisschen mit Hand. So ein bisschen wirklich nur die Erde sozusagen nachsacken lassen. Hier können wir noch ein bisschen auffüllen, dass das ein schönes, lockeres, eine schöne lockere Mischung ergibt in dem Topf. Wir wollen ja nicht, dass hier zu viel sich verdichtet. Ja, das wächst alles wieder raus, dass das jetzt ja so vergraben ist. So, sind natürlich die Fallen fast alle zugegangen. Aber das macht nichts. Ein bisschen nachrütteln. Genau. So, jetzt muss ich jetzt die Pflanze natürlich erstmal im Topf wieder etablieren. Und deswegen sieht die Pflanze jetzt noch nicht so schön aus. Aber in 14 Tagen, 3 Wochen ist die richtig wieder in dem Topf hier verwachsen im Substrat. Und dann kommen auch wieder neue Fallen. Das ist immer ein kleines bisschen Stress für die Pflanze, aber das schafft die schon. So, und das wäre die erste Pflanze. Stellen wir mal beiseite. Und damit ich euch jetzt nicht mit dem Eintopfen langweile, machen wir das einfach mal im Schnelldurchlauf. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, jetzt haben wir hier noch das eine Blatt und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man das am besten eintopfen. Ein ganz normal kleines Töpfchen mit dem Karnivorensubstrat, das man übrigens auch im Baumarkt ganz normal kaufen kann. Also man muss sich das nicht selber anmischen unbedingt, aber ich mache das halt gerne, weil man da doch ein bisschen steuern kann, wie viel von allem drin ist. So. Hier ein ganz normales Töpfchen. Da mache ich ja mit meiner großen Pinzette ein schönes Loch rein. Und dann stecken wir diese Falle so weit wie möglich in das Substrat rein. So einfach so zudecken. Das sieht jetzt ein bisschen verloren aus, aber das macht nichts. In den nächsten Wochen das Substrat schön feucht halten. Und irgendwann kommt hier aus der Erde die neue Pflanze raus. Das ist. Klingt sehr simpel, aber es funktioniert. Das war es eigentlich schon. Ja, jetzt müssen die Pflanzen nur noch gut gewässert werden. Am besten einmal kurz oben drüber überall, dass sich das Substrat gut an die Wurzeln anlegt und so ein bisschen eingeschlemmt und eingeschwemmt wird. Ja, und dann sieht man, es ist eigentlich kindereinfach, so eine Venusfliegenfalle zu topfen, zu teilen. Und wie ihr seht, aus einer Pflanze mach
7. Also, das ist schon echt cool, dass man so eine tolle Pflanze so schnell vermehren kann. Das war es eigentlich schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben bitte und abonniert vielleicht auch meinen Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, wie bestimmte Pflanzen vermehrt werden können, auch was Pflanzen im Garten betrifft. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr es vielleicht auch schon mal ausprobiert habt, so eine Pflanze zu teilen. Vielleicht auch andere Karnivoren. Ich weiß, es sind einige Profis vielleicht unter euch und Profis da draußen, die das jeden Tag machen. Aber manche trauen sich vielleicht nicht ran. Macht's einfach. Fangt an und topft eure Karnivoren neu, teilt sie, vermehrt sie, tauscht sie mit anderen aus. Und so können diese wunderbaren Pflanzen auch unter andere Menschen gebracht werden. Na dann, viel Spaß und happy growing. Ciao, ciao. Thank you.